Einen schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heißen Sie alle recht herzlich willkommen zum heutigen Diskussionsabend mit der Überschrift unterschiedliche Lebenswelten im Rahmen der deutschen und der tschechischen Gesellschaft. Der Sinn bzw. das Ziel des heutigen Abends besteht darin, unterschiedliche Aspekte der Spaltung und der Polarisierung in der tschechischen als auch in der deutschen Gesellschaft zu erörtern. Und zwar, es geht ja nicht nur um zwei nationale, voneinander getrennte Dialoge, die separat vor sich gehen, zu sprechen, sondern möglichst alle, die hier zusammengekommen sind, sollen es versuchen, mit gemeinsamen Kräften nach Überlappungen, nach Unterschieden, nach Differenzen, nach gemeinsamen Zügen oder eventuell auch nach Auswegen aus der geschilderten Situation zu suchen. Wovon gehen wir heute abends aus? Es sind zwei Fachstudien soziologisch ausgerichtet, erarbeitet worden. Einmal Suche nach dem verlorenen Dialog. Die Autoren sind Matthias Hartl und Jana Faust, die hier anwesend ist. Und die zweite Studie heißt eine Gesellschaft unterschiedlicher Lebenswelten und ist seitens STEM auf Anregung der Prager Friedrich-Ebert-Stiftung und der Demokratischen Masaryk-Akademie zustande gekommen. Und die Mitautoren sind Martin Buchtík und auch Frau Kateřina Smejkalová. In dem Zusammenhang einleitend möchte ich mich gerne bedanken. Ich danke der Prager Vertretung der Friedrich-Ebert-Stiftung, vertreten hier durch Herrn Urban Überscher. Und ich bedanke mich auch beim Direktor der Demokratischen Masaryk-Akademie, Herrn Wladimír Špidla. Ich bedanke mich bei beiden Stellen und gleichzeitig der Reihenfolge nach bitte ich Sie um Ihre Grußworte. Urban, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Tomáš. Auch einen schönen guten Abend, Dobrý večer, von meiner Seite und ein herzliches Willkommen an Sie alle im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Freue mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen können, um über diese beiden Studien sprechen zu können. Freue mich vor allen Dingen auch, dass Sie im Publikum sich heute Abend diesen Abend für unsere Diskussion reserviert haben. Ich möchte tatsächlich auch mit einem Dank beginnen am heutigen Tag. Möchte mich bei unseren beiden Partnerorganisationen sehr, sehr herzlich bedanken. Ohne diese Zusammenarbeit hätten wir das nicht geschafft, diese Studie zu erstellen, über die heute ja auch gesprochen werden wird. Und von daher gilt mein Dank stellvertretend an dich, lieber Wladimír Špidla, für die MDA und auch wenn er heute jetzt nicht bei uns sein kann, auch an Martin Buchtík von STEM. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt und eine sehr, sehr schöne Form der Kooperation gewesen und sehr schön, dass wir das gemeinsam realisieren konnten. Lassen Sie mich zu Beginn ein paar wenige Worte zu der Studie sagen. Ich will auch nicht zu viel der anschließenden Diskussion vorgreifen, aber vielleicht ein paar Sätze dazu, warum wir das Ganze gemacht haben. Uns hat so ein bisschen das Erkenntnisinteresse geleitet, zu verstehen, ein bisschen besser zu verstehen, dann auch, wie diese tschechische Gesellschaft tickt, wie sie politisch tickt, wo die Konfliktlinien verlaufen, wie es vor allen Dingen auch in diesen politisch aufgewühlteren Zeiten um die Polarisierung bestellt ist. Das ist so unser Erkenntnisinteresse gewesen. Wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen, Tomáš Samek hat das gerade anklingen lassen, von der deutschen Studie, die den Titel trägt nach dem verlorenen Dialog, wo so etwas Ähnliches gemacht wurde, ja auch für die deutsche Gesellschaft. Und das war unser wesentliches Erkenntnisinteresse. Und ich
finde persönlich, dass wir hier Ergebnisse haben, mit denen sich vor allen Dingen auch weiterarbeiten lassen wird. Das wollen wir auch in jedem Falle tun. Wir wollen schauen dann auch entsprechend, wie sich diese Herausforderungen, die sich für beide Länder auch stellen, wie die vielleicht auch politisch angegangen werden können, wie die auch gelöst werden können. Und wir wollen vor allen Dingen den heutigen Abend ja auch nutzen, um herauszufinden, wo es vielleicht auch Parallelen gibt und wo eben auch Unterschiede verlaufen zwischen Deutschland auf der einen Seite und Tschechien auf der anderen Seite. Insofern bin ich tatsächlich auch sehr, sehr gespannt auf unsere Diskussion heute, möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei allen, die heute auf dem virtuellen Podium dabei sein werden, bedanken für die Teilnahme entsprechend. Und möchte auch dir, lieber Tomasz, umgekehrt abschließend noch meinen Dank aussprechen, dass du dich heute bereit erklärt hast, die Moderation dieser Runde zu übernehmen. Vielen Dank auch dafür. Und in diesem Sinne gebe ich das Wort gerne wieder an dich zurück und freue mich auf unsere Diskussion am heutigen Abend. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen herzlichen Dank, Herr Urban Überscher. Und jetzt hat Wladimír Špidla die gleiche Möglichkeit. Bitte, Wladimír, richten Sie bitte einige Worte an uns. Leider ist das Mikro aus. Es soll bitte das Mikro beim Herrn Špidla eingeschaltet werden. Danke fürs Wort. Ich bedanke mich selbstverständlich bei allen Teilnehmern an der Diskussion und Teilnehmern an beiden Projekten. Und es ist wichtig zu sagen, dass die Inspiration wirklich aus dem deutschen Projekt zu uns gekommen ist. Aber verständlicherweise war es nicht möglich, das eins zu eins zu übernehmen. Das heißt, es war eine ziemlich komplizierte Arbeit, den richtigen Ansatz zu finden und gewisse Linien für die Auslegung. Ich werde jetzt auf eine substanzielle Debatte verzichten, aber neben der anderen Motive, so ein Leitmotiv war Bewusstsein dessen, dass die jetzige europäische, moderne, globale Gesellschaft sich auf der Kippe befindet. Es handelt sich um eine grundsätzliche Änderung. Und wenn diese Änderung erfolgreich gemeistert werden soll, wird es ein Maß der Kooperation verlangen, die es bis jetzt in der Geschichte noch nie gab. Und nur wenn Sie sich ganz oberflächlich die tschechische Gesellschaft anschauen, dann die Gründe für die Missverständnisse, für die Konflikte sind so zahlreich da, dass es ein realistisches Risiko gibt, dass es nicht gemeistert wird. Das war eben der Grund, warum, mindestens für mich war das der Hauptgrund, warum diese Studie zustande gekommen ist und worauf sie stützt. Und wie gesagt, es wird auch an die Fortsetzung gedacht. Vielleicht das Einzige, wo ich es wagen würde, gewissermaßen einen Vergleich zu machen zwischen Deutschland und Tschechien. Ich würde sagen, sehr oberflächlich gesagt, die Bundesrepublik Deutschland ist gespalten und die tschechische Gesellschaft ist zersplittert. Das sind die grundlegenden, würde ich sagen, Unterschiede, die ich mindestens festgestellt habe. Aber ich glaube, einleitend reicht es so und ich bedanke mich bei allen, die sich daran beteiligt haben. Und jetzt wäre es am besten, zur Diskussion zu übergehen. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei beiden Rednern für die Grußworte und jetzt gleich in medias res. Das bedeutet, es soll eine komparative Diskussion zu den beiden Studien geführt werden und darüber hinaus kann das angesprochen werden, was vielleicht in den Studien nicht explizit formuliert wurde. Und nun begrüße ich Jana Faus, die Geschäftsführerin von Think Tank Politics, dann Katerina Smejkalova, die wissenschaftliche Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung-Vertretung und auch Andrzej Kopeczny,
von STEM und während Jana Faust eine der Mitverfasserinnen der deutschen Studie mit dem Namen Auf der Suche nach dem verlorenen Dialog ist Andrzej Kopeczny, Vertreter von Martin Buchkik, und deshalb ist er auch Vertreter von STEM, und Katarzyna Smejkalowa ist die Mitverfasserin der tschechischen Studie. Ich darf Sie erst, Jana, fragen und dann werde ich Andrzej um dasselbe bitten und dann Katarzyna. Und zwar, weshalb wurden diese zwei Studien durchgeführt? Und weil die erste Studie die deutsche war, würde ich Sie, Jana, erst fragen. Warum wurde diese Studie durchgeführt? Warum wurde diese Forschung durchgeführt? Was war der Zweck und Ziel der Sache? Herzlichen Dank. Wir haben Ende 2019 festgestellt, in diversen öffentlichen Umfragen wurden die Deutschen gefragt, was sind eure größten Sorgen, wenn ihr an die Zukunft denkt? Und neben Klimawandel und anderen thematischen Bezügen haben 83% gesagt, wir machen uns große Sorgen um das Auseinanderdriften und das Auseinanderfallen der deutschen Gesellschaft. Es gibt zahlreiche Studien, die sich genau damit befassen und die eben eine Polarisierung der deutschen Gesellschaft festgestellt haben. Und wir haben uns so ein bisschen auf den Weg gemacht, um zu gucken, gibt es denn aber auch eigentlich noch was, was die Gesellschaft zusammenhält? Gibt es eigentlich was? Daher die Frage auf der Suche nach dem verlorenen Dialog. Gibt es was, wie man die Dialogfähigkeit der zumindest in zwei Gruppen gespaltene Gesellschaft, wenn nicht in drei Gruppen gespaltene Gesellschaft, wiederherstellen kann? Denn das, glaube ich, um auf die Einleitung noch einmal kurz zu kommen, ich fand es sehr spannend, wie eben gesagt wurde, die tschechische Gesellschaft sei fragmentiert und die deutsche polarisiert, was mittlerweile zahlreiche Studien belegt haben. Wir sprechen in der deutschen Gesellschaft immer von der einen Gruppe, die so sehr national orientiert sind, den Nationalstaat in den Vordergrund stellen, auch antieuropäische, Antiglobalisierungstendenzen haben und so weiter. Auf der anderen Seite die Weltoffenen, die eben genau von Digitalisierung, Globalisierung und so weiter Europa profitieren. Aber wir haben in der deutschen Gesellschaft auch eben 50%, die in der Mitte stehen. Und je nach thematischer Themenagenda fällt diese bewegliche Mitte mal in die eine oder in die andere Richtung um. Und das können wir jetzt bei Corona im Übrigen auch ganz spannend uns anschauen, wie genau diese bewegliche Mitte halt eben anfänglich hin und her waberte und jetzt aber deutlich auf der Impfbefürworterseite ist. Aber das kann sich natürlich jederzeit ändern. Von daher, also wenn wir Polarisierung als zwiegespalten definieren, würde ich fast jetzt schon widersprechen und würde sagen, nein, wir haben eine laute, große, schweigende Mehrheit, die in der Mitte sitzt. Děkuji mnohokrát. A nyní poprosím Andřeje, aby se vyjádřil k tomu, proč. Ich bedanke mich vielmals und nun bitte ich Andrzej zu sagen, warum diese Studie durchgeführt wurde. Andrzej. Guten Abend auch von mir. Danke für die Frage. Also bei uns, bei STEM, haben uns mit der Polarisierung und den Gründen der Spaltung der tschechischen Gesellschaft befasst, schon längerfristig. Unsere Arbeit war ein bisschen vereinfacht, weil wir schon diese deutsche Inspiration gefunden haben und durch die Metrologie, die da schon vorgegeben wurde. Aber wir haben auch ein bisschen auf die Forschung von 2019 angeknüpft. Das war eigentlich eine Forschung, die zum Jahrestag der samtenen Revolution entstanden ist. Und damals hat man sich damit befasst,
wo sich die tschechische Gesellschaft während der 30 Jahre fortbewegen hat, welche Unterschiede, welche Spaltungslinien da entstanden sind. Und dieses Angebot von der Friedrich-Ebert-Stiftung kam ja sehr recht, weil wir eigentlich diese Konfliktlinien dann erforschen konnten und wir konnten auch nach Themen suchen und danach suchen, wo sich Ansichten bzw. Einstellungen der Menschen unterscheiden, welche Themen eigentlich die Gesellschaft spalten und welche Themen nur eine Meinungsverschiedenheit verursachen. In einer freien Gesellschaft entstehen natürlich Unterschiede in der Meinung und man spricht über Einstellungen und unterschiedliche Positionen und Themen können zum Konflikt natürlich auch führen und dann entsteht diese Gefahr und das interessierte uns. Und die letzte Sache, ich erinnere mich noch daran, als ich diesen Entwurf für die Studie erstellt habe, damals hatten wir den Ehrgeiz, nicht das zu erforschen, was uns unterscheidet, sondern was wir gemeinsam haben. Danach wollten wir suchen. Ja, wir wollten suchen nach den Gesamtheiten. Das heißt, wir wollten auch Brücken schlagen. Also diesen Ehrgeiz haben wir nicht ganz erreicht, aber dank der Studie konnten wir mehrere Themen, Konfliktthemen finden, die eigentlich auch in der tschechischen Gesellschaft Widerhall finden. Und was wir gemeinsam haben, das können wir noch später in der Zukunft erforschen. Ich übergebe das Wort jetzt. Dankeschön. Und nun an Katarzyna, das Wort geht an Katarzyna Smejkalova, die andere Mitverfasserin der tschechischen Studie, die uns sagen sollte, warum die Studie erstellt wurde, was der Zweck der Studie war. Danke. Ich begrüße, ich grüße alle, die sich zugeschaltet haben. Ich werde über die Studie nicht zu viel sagen. Andre hat schon vieles gesagt und erklärt und es macht auch Sinn. Wir waren gemeinsam im Autorenteam. Ich darf noch hinzufügen, dass was für uns war, dass die Spaltung der Gesellschaft, die Polarisierung und Zersplitterung, diese Themen gab es schon in der Gesellschaft. Man hat sie eigentlich zur Sprache gebracht, auch in, im Zusammenhang mit der Krise von 2015. Und diese angebliche Polarisierung oder Spaltung wollten wir ja tiefer erforschen. Wir wollten auch verifizieren, ob es eine Polarisierung ist oder ob es was anderes ist. Aber wir wollten diese qualitative Studie durchführen, so wie unsere deutschen Kollegen, weil wir eigentlich danach suchen wollten, was das bedeutet, welche Aussagekraft es hat. Wir haben eine pluralistische Gesellschaft, wo unterschiedliche Einstellungen eine Rolle spielen und das ist in Ordnung natürlich. Es ist ja angebracht und niemand will es gleichschalten natürlich. Was aber nicht so in Ordnung ist, wenn wir uns eigentlich nicht verstehen, wenn unsere Einstellungen deshalb entstehen, weil wir uns missverstehen. Und das schien uns der Fall zu sein. Und deshalb konnten wir durch diese qualitative Forschung nach der Begründung
der Einstellungen der einzelnen Menschen suchen. Und deshalb bedanke ich mich bei Jana Faust und ihrem Team für diese Inspiration hinsichtlich der Methodik. Ich bedanke mich bei Katarzyna für ihre Worte hinsichtlich der methodologischen Inspiration. Und die Methodologie sollte eigentlich der nächste Punkt sein, den wir hier jetzt angehen sollten. Aber bevor wir es tun, möchte ich Folgendes sagen. Wir haben auch viele Teilnehmer bei uns, die sich zu uns zugeschaltet haben. Und bevor wir eigentlich weitermachen in der Auseinandersetzung, möchte ich auch den Teilnehmern sagen, dass sie sich an der Auseinandersetzung auch beteiligen können. Wir hoffen, dass wir dafür auch genügend Zeit haben werden. Das heißt, Sie kommen noch an die Reihe. Sie können also dann später noch Ihre Fragen hier stellen. Und jetzt geht das Wort an Jana Faust, die uns sagen sollte, etwas Näheres sagen sollte hinsichtlich der spezifischen Methodologie oder Methodik, die eigentlich benutzt wurde. Also wir haben auch eine qualitative Studie durchgeführt. Das heißt, wir haben mit Menschen zusammengesessen und uns lange unterhalten. Und wir haben die Menschen nicht zufällig ausgewählt, sondern nach bestimmten Einstellungsgruppen. Das heißt, wir haben uns weltoffen orientierte Deutsche angeschaut, solche, die eher national orientiert sind und solche, die in die bewegliche Mitte gehören. Und das haben wir erstmal an drei unterschiedlichen Standorten gemacht. Einer in Westdeutschland, Bochum, in Berlin, der Hauptstadt, und einmal in Ostdeutschland, in Leipzig. Und da haben wir jeweils Triaden durchgeführt, also immer drei nationalorientierte, drei weltoffen orientierte und drei der beweglichen Mitte, und sind mit denen in Diskussion gegangen. Und dann haben wir erstmal geguckt, gibt es da eigentlich ähnliche Narrative? Gibt es da ähnliche Themen, über die gesprochen wird? Gibt es ähnliche Argumentationsmuster? Und aus jeder dieser Triaden haben wir einen Botschafter oder eine Botschafterin nach Berlin geschickt. Dort haben wir uns alle getroffen und haben wieder Triaden durchgeführt. Diesmal allerdings im ersten Schritt mit einstellungshomogenen Gruppen wieder, also ein Bochumer nationalorientierter, ein Berliner nationalorientierter und ein Leipziger, dasselbe für die Weltoffenen und dasselbe für die bewegliche Mitte. Um hier zu gucken, okay, was ist es eigentlich? Ist es die Einstellung, die uns irgendwie zusammenbringt, und werden hier Themen in bestimmter Art und Weise diskutiert? Dann haben wir die Gruppen wieder aufgelöst und haben wieder dieselben Menschen, aber in anderer Zusammensetzung zusammengesetzt, nämlich nach Regionen. Also das heißt, wir haben alle Bochumer zusammengesetzt mit drei unterschiedlichen Werteeinstellungen. Wir haben drei Berliner zusammengesetzt und drei Leipziger. Dann haben wir wieder die Gruppen aufgelöst und haben uns alle zusammen in einem großen Workshop getroffen. Und im Grunde haben wir immer wieder dieselben Thematiken mit denselben Menschen besprochen, aber um zu gucken, ob sich bestimmte Diskussionsnarrative, Diskussionsargumente in bestimmten Gruppen verstärken oder abschwächen. Und ob wir eigentlich in der Lage sind, jenseits von Regionen und jenseits von politischer Wertehaltung, von Einstellung über Themen zu sprechen, können wir eigentlich in Dialog kommen. Das war die Methodologie. Tak, já jsem ještě chviličku čekal, než doběhne překlad, respektive tlumočení. A nyní. So. Nun überleite ich das Wort der Reihenfolge nach an Ondřej mit der Frage, und zwar, das ist die gleiche Frage, nach welcher Methodologie haben Sie im Rahmen der tschechischen Studie gearbeitet, beziehungsweise haben Sie das schon von einer anderen Perspektive aus betrachtet, weil die Grundlage, das war, wie gesagt, die deutsche Studie, das heißt, wo gab es die Ähnlichkeiten, wo gab es die Unterschiede? Ondřej, bitte. Ondřej, was kann ich dazu sagen? Es war in vielen Hinsichten
ähnlich. Es ähnelte der Vorgehensweise, die Jana vorher vorgestellt hat. Bei uns gab es wenige Runden, wenige Sitzungen. Bei Jana gab es 3 oder 4 Runden, wo die Leute unterschiedlich zusammengekommen sind. Bei uns gab es de facto 2 Runden. Jedoch, wir waren bemüht, dass auch unsere Teilnehmer aus unterschiedlichen Regionen stammen. Konkret gab es Teilnehmer aus Prag, aus Südböhmen und aus der mährisch-schlesischen Region, das heißt unterschiedliche Sichtweisen aus Gesamt-Tschechien. Und wir waren auch bemüht, dass unsere Teilnehmer soziodemografisch unterschiedlich ausgestattet sind, das heißt im unterschiedlichen Alter, mit unterschiedlichem Bildungsstand. Und de facto das, was das dritte wichtigste Kriterium war. Und so haben wir unsere Befragten in 3 Gruppen aufgeteilt. Das waren ihre Einstellungen, ihre Meinungen zu 3 Hauptfragen. Die erste betraf, wie ist ihre Wahrnehmung der Entwicklung nach der Wende 1989, positiv oder negativ? Wie ist ihre Meinung dazu, wenn es hier einen starken, autoritativen Führer gäbe, wären sie eher für eine starke Hand oder widerspricht das ihren Vorstellungen? Und die dritte Meinung, die dritte Einstellung, und demnach haben wir sie dann eingestuft, war der Blick, die Ausländer, die bei uns arbeiten, ist ihnen eine solche Vorstellung sympathisch oder im Gegenteil? Und auf Basis dieser 3 Fragen haben wir 3 Gruppen gebildet. Wir haben sie kritisch, positiv und die Mitte heißt auch bei uns die Mitte. So haben wir sie bezeichnet und das ist dann vielleicht einer der Unterschiede, zu denen wir später kommen werden. Was haben wir herausgefunden? Warum gab es unterschiedliche Meinungen? Aber dann war die Vorgehensweise eigentlich sehr ähnlich. Erstens gab es diese Triaden, wiederum 3 Teilnehmer pro Diskussion mit der gleichen Meinung. Wir haben diejenigen gewählt, die ähnliche Antworten im Fragebogen abgegeben haben, also positiv, negativ, die Mitte. Und dann in der zweiten Runde haben wir die Gruppen durchgemischt. Das heißt, einmal gab es jemanden, der kritisch war, der andere positiv und der andere in der Mitte. Und vielleicht, was war der letzte Unterschied? Das war der Kontext, in welchem sich unsere Forschung abspielen konnte. Wir haben vor einem Jahr die Daten gesammelt bzw. damit gestartet. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das die zweite Coronavirus-Welle war. Ich glaube ja, die zweite. Das heißt, es waren Online-Befragungen. Online-Diskussionen. Es kann ja so erscheinen, dass es kein Unterschied ist, aber ich glaube, das war der Vorteil für Jana und für ihre Leute, dass sie an einem Ort zusammenkommen konnten und diese Interaktion live erlaubt eine deutlich breitere Mitbeobachtung. Man kann unterschiedliche Instrumente einsetzen, auch zwecks Kommunikation oder wie man die eigene Meinung zum Ausdruck bringen kann. Das konnten wir leider nicht alles verwenden und benutzen. Aber ich glaube immer noch, es ist uns online gelungen, gewisse Interaktion zu schaffen. Und diese war sehr wichtig, vor allem in den Gruppen, wo es gegensätzliche Meinungen gab. So viel meinerseits zu der Methodologie im Rahmen der tschechischen Studie. Vielen Dank. So, vielen Dank. In dem Zusammenhang möchte ich gerne Folgendes fragen, weil das, was jetzt vor sich geht, sind solche Präsentationsrunden. Man macht sich bekannt damit, wie die Studien zustande gekommen sind, nach welcher Methodologie, mit welchen Ergebnissen, mit welchen Unterschieden. Und nun im Zusammenhang mit der Methodologie, vielleicht könnten Sie das, Ondřej, nur ganz kurz beantworten. Jetzt spreche ich als Vertreter derjenigen, die beide Studien sorgfältig gelesen haben. Was habe ich gemerkt? Und zwar
vier Gewichte wird dem Unterschied, und zwar Stadt und Land, beigemessen. Und gleichzeitig habe ich beobachtet, dass in der Mährisch-Schlesischen Region die kleinste Gemeinde, die sie eingebunden haben, beziehungsweise wo es die Befragten gab, die sie kontaktiert haben, war Hradec. Und in der Mährisch-Schlesischen Region diese ländliche Komponente ist vielleicht nicht viel zu wenig vertreten. Das ist nur eine Frage am Rande. Ich wollte unseren Dialog ein bisschen beleben, weil ich eine solche heikle Frage gestellt habe. Vielen Dank. Danke für diese detaillierte technische Frage. Die Größe der Stadt, das war in unseren Augen kein Kriterium, das wir bei der Auswahl der Befragten einschalten würden. Die Tatsache, dass vielleicht eine solche kleine Stadt dabei vorgekommen ist, war eher ein Zufall und keine Absicht, dass wir das so detailliert auswählen sollten. Uns ging es darum, dass die Teilnehmer aus unterschiedlichen Regionen stammen, aber die Größe der Städte haben wir dabei nicht so sehr berücksichtigt. Danke für die Klarstellung. Ich glaube, immer wenn jemand, der gebildet ist, so etwas liest, könnte auf diese Frage kommen. Und jetzt eine Frage an Sie, Jana, wieder. Was sind die Hauptergebnisse Ihre Studie? Können Sie diese Ergebnisse bitte vorstellen? Ich glaube, was mich am meisten überrascht hat und was, glaube ich, ganz zentral ist, egal mit wem wir gesprochen haben, alle haben gesprochen in der Gesellschaft. Es gibt ein Auseinanderfallen. Es hat allen Sorge gemacht und alle wollten das überwinden. Also es gab erstmal eine grundlegende Dialogbereitschaft. Gleichzeitig war zumindest bei den beiden Randgruppen vollkommen klar, die Extreme, das sind die anderen, die sind eigentlich schuld an der Polarisierung, die sind schuld an der Spaltung, und somit haben sich auch alle der eigenen, weiß ich nicht, Wirkungsmächtigkeit so ein bisschen entzogen und haben eigentlich gesagt, die anderen müssen sich ändern, damit überhaupt was passieren kann. Und die zweite für mich wichtige Erkenntnis war diese bewegliche Mitte. Also alle haben erzählt, wie es in ihren Familien manchmal auf Familienfeiern wirklich die Familien zerreißt, weil man nicht mehr mit dem Onkel sprechen will, nicht mehr mit der Tante sich auseinandersetzen will. Und alle haben darunter gelitten. Und vor allen Dingen diese bewegliche Mitte, die immerhin die Hälfte der deutschen Gesellschaft ausmacht, die sich aus diesem Diskurs vollkommen zurückgezogen hat. Und eine Person beschrieb das so, als sei sie in einem Theater und würde im Grunde auf dem Rang sitzen und runtergucken und sieht, wie zwei Gruppen gegeneinander rennen, und sie selbst hat damit gar nichts mehr zu tun, hat mit der Gesellschaft gar nichts mehr zu tun und zieht sich zurück und möchte auch nicht mehr weiter sprechen, zieht sich also aus dieser Dialogbereitschaft zurück. Also das waren für mich erstmal zwei Schlüsselerkenntnisse. Die dritte Erkenntnis, eigentlich sprechen die Menschen über dieselben Themen, von denen sie glauben, diese Themen sind für die Spaltung verantwortlich. Die Migration, die Geflüchtetenkrise, ganz vorneweg, aber natürlich auch das Thema Bildung oder das Thema soziale Gerechtigkeit. Allen war klar, das sind die wichtigen Themen. Alle teilten auch, zumindest semantisch, ähnliche Werte. Also wenn wir über Werte und Zielvorstellungen gesprochen haben, haben Sie gesprochen von Familie, von Freundschaft, von Respekt, von Sicherheit, von Toleranz, von Freiheit. Aber sowohl bei den Themen als auch bei der Wertvorstellung ist letztlich nur das Wort das Gleiche. Alles, was darunter liegt, wie das interpretiert wird, was man darunter versteht, sind vollkommen unterschiedliche Welten. Und da muss man sagen, war die bewegliche Mitte den Weltoffenen deutlich näher. Hier gab es deutlich mehr Anknüpfungspunkte und es gab wirklich eine große Kluft hin zu den Nationalorientierten, die in einer anderen Sprache gesprochen haben im Grunde, die auch mit einem anderen Auftreten schon alleine uns gegenübergetreten sind und die viel krawalliger waren. Und selbst wenn wir über Deutschland gesprochen haben, selbst der Blick auf Deutschland war vollkommen unterschiedlich. Während die Weltoffenen eine sehr
konstruktive Kritik an einem schönen Land geäußert haben. Wir leben in einer Demokratie, ich fühle mich wohl, aber hier gibt es soziale Missstände, gegen die müssen wir ankämpfen. Die waren sehr konstruktiv unterwegs. Die bewegliche Mitte, die hat großen Wert gelegt, auch auf Demokratie, auf die soziale Marktwirtschaft, unseren Sozialstaat in Deutschland auch noch sehr positiv. Und die Nationalorientierten, die haben im Grunde ein Land vor dem Abgrund gesehen. Die haben für dieses Land, anders als man es ja auf den ersten Blick denken würde, die hatten natürlich schon einen Nationalstolz, aber gleichzeitig mit so einer Verachtung darüber gesprochen, was aus ihrem Deutschland geworden ist. Das war schon eine sehr klare Trennung zwischen eben diesen zwei Gruppen auf der einen Seite und der anderen Gruppe auf der anderen. Aber die grundsätzliche Dialogbereitschaft, vielleicht wenn wir nachher auch über Lösungen sprechen, die ist mir schon sehr ins Auge gefallen und ich glaube, dass man die durchaus herstellen könnte. Allerdings braucht es da viel politischen Mut und viel politischen Willen. Děkuji za vaše slova a nyní položím stejnou otázku, to znamená otázku na to, co jsou... Ich bedanke mich und nun die gleiche Frage, das heißt, welche sind die Hauptergebnisse? Und die Frage geht an Ondřej. Dankeschön. Ich würde sagen, das Hauptergebnis war es, herauszufinden, dass die tschechische Gesellschaft nicht polarisiert ist, sondern eher fragmentiert, zersplittert. Vielleicht sollen wir eigentlich jetzt erklären, wo der Unterschied steht. Eine polarisierte Gesellschaft ist so zu verstehen, dass man vielleicht zwei Blöcke in der Gesellschaft hat, die gegenüberstehen. Bei uns haben wir es während der Studie so herausgefunden, dass es eine Menge von Konfliktthemen gibt, die unsere Gesellschaft spalten. Und dass es sehr schwierig ist, ein gemeinsames Thema zu finden, dass man eigentlich eine Entscheidung machen, nicht machen kann. Es gibt eine Reihe von Beispielen, aber ich werde jetzt auf die Frage der Spaltungsthemen bzw. Spaltungslinien fokussieren. Ich werde ja aufzeichnen, wo diese Spaltungslinien entlang gehen. Und wir haben drei Clusters dann generiert. Das ist ja Verhältnis zur Vergangenheit, zur Welt und Beziehungen in der Gesellschaft. Erstens, Verhältnis zur Vergangenheit. Wir haben diese Gruppen, die kritischen, die positiven hier definiert und die Vergangenheit spaltet eben unsere Gesellschaft so, dass die Positiven eigentlich unsere Entwicklung, unseren Fortschritt eigentlich nach der Wende positiv sehen. Sie sprechen über das Angebot, über Möglichkeiten, die jetzt sich öffnen im Unterschied zum Regime vor der Wende. Während die und sie sind nicht so kritisch. Bei den Kritischen ist es so, dass ihnen eigentlich die Sicherheiten fehlen, auch Regeln fehlen. Die Kritischen erwähnten sehr oft, früher gab es eine Pflicht zu arbeiten. So gab es nicht, dass man
zu Hause sitzen würde und Sozialleistungen beziehen würde. Also diese Kritischen, die wollen eigentlich bestimmte gesellschaftliche Regeln haben. Sie haben es nicht als fair empfunden, dass auch andere Leute zu Hause bleiben und Sozialleistungen beziehen. Also da gab es ein Gefühl von sozialer Gefahr oder Bedrohung. Und die Welt, so haben sie es genannt, die Welt stellt eine bestimmte Drohung, eine bestimmte Gefahr dar. Und die Migration ist eigentlich damit verbunden, weil hier auch Migranten kommen und die werden diese Sozialleistungen beziehen. Aber die andere Gruppe, die hat die Entwicklung so empfunden, dass besseren Sachen eigentlich schlechteren Sachen eigentlich über Schatten können. Also die Gruppe der Positiven, die ist nicht unkritisch gegenüber der EU, aber wenn man Vorteile und Nachteile eigentlich vergleicht, dann sehen sie die Vorteile eher als Mehrheit. Bei den Kritischen ist es umgekehrt. Die sprechen ja über die Ausnutzung der Tschechischen Republik, des Staates, und sie sprechen auch über die Gefahr hinsichtlich der Migranten. Also das sind unsere Schlussfolgerungen und Ergebnisse. Wir hatten noch mehrere, aber vielleicht wird noch Katarzyna einiges zur Sprache bringen. Dankeschön. Und nun übergebe ich das Wort an Katarzyna, damit sie sich zu den Ergebnissen auch äußert. Und bitte sprechen Sie, Katarzyna, über die Ergebnisse, die Sie hier eigentlich unterzeichnen wollen. Und dann sprechen Sie bitte auch über die Unterschiede der beiden Studien bzw. Gemeinsamkeiten. Ja, ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Tja, ich werde gleich darauf anknüpfen, was André sagte, und dann werde ich noch dazu etwas hinzufügen hinsichtlich der Spaltung innerhalb der Gruppe. Die Positiven bzw. die Kritischen. Und sie hat es sehr richtig beschrieben, aber wir müssen noch dazu sagen, wie sehr sich diese zwei Gruppen missverstehen. Ich möchte sagen, diese zwei Gruppen gibt es, weil man eigentlich die Wende unterschiedlich wahrgenommen hat und auch die Entwicklung nach der Wende. Und das müsste man eigentlich wissen, dass diese Einstellungen eigentlich aus einer konkreten Erfahrung herausgeflossen sind. Aber in der Studie sehen wir, dass bei den positiven Menschen man sehr wenig Empathie findet für die anderen.
wenn man eigentlich danach fragt, was die Menschen spaltet, dann sagen die Positiven ein Mangel an Informationen. Sie denken sich, dass die anderen eigentlich nicht verstanden haben oder nicht gesagt bekommen haben, dass eigentlich die positiven Sachen, die wir auch von der EU bekommen, dass sie davon nicht wissen. Aber es ist nicht der Fall, weil die Einstellungen der Kritischen eigentlich auch problematisch sein können. Und hier spreche ich über die Verschwörungstheorien und Antisemitismus etc. Das heißt, sie mögen eine bestimmte Erfahrung durchgemacht haben. Und das kann dieses große Problem sein. Das ist ja das Missverständnis. Wenn wir über die EU sprechen, dann spricht jede Gruppe von einer anderen Sache. Und sie verstehen es nicht mehr. Sie verstehen dass ihre Einstellungen auf etwas anderem basiert sind. Und dann möchte ich hinzufügen, und zwar handelt es sich um die Erscheinung der Leistung nach Verdiensten. Und deshalb sprechen wir eigentlich nicht über Polarisierung, sondern Fragmentierung. Wenn man über Polarisierung spricht, dann heißt es, dass man die Gesellschaft in zwei Gruppen aufspaltet. Nur ist es so, dass diese verdienstliche Leistung in der tschechischen Gesellschaft eigentlich von beiden Gruppen, von den positiven und den kritischen, wahrgenommen wird. Und dann sprechen wir über Migranten und auch Flüchtlingen. Und diese zwei Themen sind auch für diese zwei Gruppen verbindend, weil sie sich darauf einigen, auch wenn es negativ ist, eher. Und zwei Sachen zum Schluss. Die tschechische Gesellschaft sucht nach einer bestimmten gemeinsamen Geschichte. Ich denke, in der deutschen Gesellschaft ist es so, dass jede Einstellungsgruppe sich Deutschland ein bisschen anders vorstellt. Bei den Tschechen ist es so, das Problem besteht darin, wir sprechen darüber, wie die Vergangenheit und die Zukunft aussehen sollten. Aber wenn wir davon sprechen sollen, wie unser Land aussehen sollte, da wissen wir überhaupt nicht. Wir haben keine Vorstellung, wir haben keine Ahnung. Wir können zusammenhalten, wenn man bestimmte Krisenzeiten erlebt, zum Beispiel. Wir haben aber keine Geschichte, zum Beispiel, es gibt natürlich eine Geschichte des Aufbaus der liberalen Demokratie, nur ist es so, dass diese Geschichte nicht von der ganzen Gesellschaft getragen wird, sondern dass diese Geschichte, dieses Narrativ eigentlich ein bisschen Empörung hervorragt. Und noch möchte ich sagen, dass beide Gruppen eigentlich von der Politik entfernt sind. Keine der Gruppen denkt, dass die Politik eigentlich uns vertritt, dass sie man denkt, dass die Politik Konflikte produziert, dass die Politik die Konflikte, die es in der Gesellschaft gibt, nicht löst. Wenn ich es jetzt gegen
überstellen soll, dann werde ich ganz schnell, es ist ja sehr interessant, wie sich unterscheiden die Positiven von den Weltoffenen in der deutschen Gesellschaft. Die Weltoffenen, das sind halt Liberalen, die eigentlich Gleichstellung von Mann und Frau haben wollen, die erkennen Identitäten an. Sowas haben wir bei uns überhaupt nicht hinsichtlich der Konfliktlinien. Bei uns ist es so, dass die tschechischen Positiven eigentlich die Errungenschaften eines liberalen Staates wertschätzen können. Sie mögen bürgerliche Freiheiten. Ich darf alles sagen, was ich möchte. Ich darf reisen etc. Aber damit hat es sich die Negativen, das sind die Kritischen, die sind ja überraschend. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, die Nationalorientierten. Bei uns würde man es durch das Prisma der Transformation eigentlich definieren können. Aber in dem deutsch-tschechischen Vergleich ist es so, dass die Kritischen bei uns eigentlich sehr ähnliche Unsicherheiten kommunizieren, unabhängig davon, ob wir über diesen postkommunistischen Kontext sprechen, dann haben wir solche Gruppen von Menschen, die sich vor ein paar Dekaden besser gefühlt haben und jetzt haben sie diese nostalgische Einstellungen. Vielen Dank, Katharina. Das war jetzt interessant. Und jetzt, um der Sache weiterzuhelfen, etwas, was Frau Jana V. sowieso weiß, also die Kritischen in der deutschen Studie heißen die Nationalorientierten. Das geht jetzt darum, die gleichen Begrifflichkeiten zu verwenden und aus Zeitgründen, weil dann folgt die freie Debatte und aus Zeitgründen bitte ich Sie, sich wirklich sehr kurz zu fassen. Katharina hat schon die Gelegenheit bekommen, sich dazu zu äußern. Nun bitte ich möglichst kurz zuerst Sie, Frau Jana Faust und dann die anderen. Was möchten Sie gerne noch hervorheben? Das heißt, wo stimmen die Studien überein, was vielleicht noch nicht angeklungen ist oder aber worin bestehen die Unterschiede und aus Ihrer Sicht, was ist das Wichtigste? Und ich bitte Sie, möglichst das in 2 Minuten zu schaffen. Das schaffe ich. Ich will es ganz kurz machen. Ich glaube, das Wichtigste bei beiden Studien ist, wir erkennen, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet und wir wissen, dass wir was tun müssen. Denn also spätestens jetzt, auch, müssten Sie vermutlich jetzt noch mal sagen, aber während Corona werden Sie ähnliche Ergebnisse sehen, dass auch hier die Gesellschaft und entlang ähnlicher Konfliktlinien wieder auseinanderzudriften droht. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wir immer nur ein Pflaster draufkleben. Sie sagen, Sie machen das jetzt auch schon seit Jahrzehnten im Grunde mit Ihrer Gesellschaft durch, wir genauso. Wenn wir bei jeder Krise wieder nur ein Pflaster draufkleben und es nicht lösen, die nächste Krise wird kommen, wird es irgendwann eruptieren. Und das ist nicht nur für Tschechien ein Problem, es ist auch für Deutschland ein Problem, es ist für ganz Europa ein Problem. Von daher müssen wir Lösungen finden, unabhängig davon, wie jetzt die Konfliktlinie genau läuft oder wie jetzt die einzelnen Gruppen lauten. Sehr kurz. Also vielen Dank, Jana. Vielen Dank, Jana. Ondřej, bitte auch super kurz. Vielen Dank. Ich stimme eigentlich nur zu. Und meine Punkte waren sehr ähnlich, wie das auch Katharina vorher ausgeführt hat. Vielleicht noch etwas dazu, vielleicht kann mich Jana korrigieren. Mir schien es so zu sein, dass die Debatte in Deutschland auch solche Themen wie Klima behandelt oder aber Migration mit einigen Aspekten nach außen. Das heißt, es ist ein Bestandteil
der deutschen Debatte. Das heißt, wie ist der Stellenwert Deutschlands in der Welt? Wie kann Deutschland die ganze Welt beeinflussen? Was für eine Rolle spielt Deutschland weltweit? Wobei bei uns, und das ist mein Gefühl, in Tschechien ist die Debatte eher geschlossen und nachhinein orientiert. Das heißt, wie wirkt sich die Welt aus? Nicht, dass wir etwas beeinflussen können. Ich weiß, dass es liegt an der unterschiedlichen Größe, an der politischen Stärke und so weiter. Aber auch wenn Sie vergleichbar große Länder wie Tschechien haben, sind Sie imstande nachzudenken, was für eine Rolle spielen wir, unser Staat, unsere Gesellschaft weltweit. Und mir kam es so vor, dass dies ziemlich signifikant war, wenn beide Debatten verglichen werden. Man befasst sich ständig mit sich selbst und was hat uns die Welt angetan, wobei in Deutschland wird eine breitere Debatte im globaleren Kontext geführt. Vielen Dank, Ondřej. Das war quasi eine Bestätigung der vorhandenen Stereotype. Aber auch die Stereotype können wahrhaftig sein. Und jetzt vielleicht noch eine Eselbrücke. Ich war vorher bei einem Hochschulseminar. Ich habe Anthropologie unterrichtet und ich habe mal Anthropologie in den Vereinigten Staaten und in Deutschland unterrichtet. Und es ist unheimlich schwierig, Anthropologie bei uns zu unterrichten. Das heißt, bei den Studierenden muss man das Gefühl oder schaffen können, dass es außerhalb Tschechien noch etwas anderes gibt, dass die Welt deutlich größer ist. Das heißt, man schaut in sich selbst hinein. Und das sieht man an dem Vergleich. Bestimmt werden wir noch die anderen Aspekte erörtern. Nun aber im Augenblick begrüße ich in unserer Mitte Herrn Jakub Eichler, den wissenschaftlichen Mitarbeiter des Institutes für internationale Beziehungen. Er widmet sich den deutsch-tschechischen Themen. Deshalb, Jakub, vielleicht eine Bitte. Wo gibt es die Unterschiede? Wo gibt es Punkte, wo wir übereinstimmen können? Oder aber haben Sie noch andere Erkenntnisse, Anmerkungen dazu aus der komparativen Perspektive? Jakub, Sie haben das Wort. Guten Abend auch von mir. Danke für die Einladung. Die Studien sind besonders interessant und ich bin sehr froh, dass ich hier heute dabei sein darf. Was ich interessant fand beim Lesen, am interessantesten, was es Gemeinsames gab, eine Paraphrase dazu, was Jana Pfau sagte, das sind Schuld sind die anderen und für die Spaltung der anderen kann immer jemand anders. Jemand anders kann dafür. Und ich bin immer derjenige, der das Leben einfach so lebt, wie es sich gehört. Und die anderen stehen im Wege. Und das ist, glaube ich, ein gemeinsamer Punkt, nicht nur aus diesen beiden Studien, sondern aus anderen Debatten. Das heißt, die Gesellschaften haben diese Wahrnehmung, dass es diese Spaltung gibt und dass es problembehaftet ist. Und diese Studien haben eine sehr interessante Grundlage zum Nachdenken geliefert. Wo sehe ich Unterschiede, die interessant sind? Es hat mich nicht ganz überrascht, dass die Gruppen anders charakterisiert werden, weil wir in beiden Ländern andere Kontexte haben. Es ist bunt, selbstverständlich Bundesrepublik Deutschland, 80 Millionen Einwohner mit vielen Großstädten. Und wenn Sie irgendwo am Rhein leben seit 50 Jahren, dann wäre es komisch, wenn die weltoffenen oder die positiven ähnliche Einstellungen haben würden. Was fand ich interessant und etwas, was ich den Studien nicht so ganz richtig entnehmen konnte, das ist jetzt meine eigene Auslegung. Diese Spaltung zum Beispiel in der tschechischen Studie zum Unterschied zu der deutschen Studie, was ich vermisst habe, war die Charakteristik der Mitte. Das heißt, die Mitte als quasi die Mehrheit. Ich habe die tschechische Studie gelesen und ich habe die Quantifizierung nicht gefunden. Und ich habe das so mitbekommen, dass die Mitte einfach der Rest ist. Wir haben die zwei und dann die restlichen in der Mitte. Wobei in Deutschland gab es diese eher starke Mitte.
die Mitte, die zwei anderen Gruppen am Rande mit beobachtet. Und das entspricht auch dem Wahlverhalten. Das ist bestimmt kein Zufall. Es ist was Wahres dran. Was war dabei sehr interessant, und Katarzyna hat das angesprochen, und sie hat auch einige Essays dazu geschrieben, und zwar in der tschechischen Gesellschaft, wie weit schaut man zurück? Das heißt, es ist etwas, was in den letzten Jahren wieder hervorgehoben wurde. Die alten Denkmäler sind abgeschafft worden, es sind neue zustande gekommen. Wie weit ist es wirklich eine Transformationsgeschichte? Was hat mich unheimlich überrascht und was fand ich unheimlich inspirativ? Und zwar die Menge der Zitate in der tschechischen Studie und wie viele Stimmen sie einfach erfasst haben. Und was sehe ich hier, ist quasi ein Kampf unterschiedlicher Mythen im Gedächtnis. Ein Mythos, Adela Guričová hat das ausgeführt, mit dem anständigen Staatspräsidenten, die verprügelten Studenten und die westliche Demokratie. Und auf der anderen Seite entsteht ein Mythos, und zwar diese zusammenhaltende, sichere Welt vor der Wende. Und es sind Leute, die dort sprechen, die 40, 45 Jahre alt sind, haben diese persönliche Erfahrung einfach nicht. Sie können das nicht in der Erinnerung haben, wann sie die erste Wohnung bekommen haben oder wie war es damals vor der Wende, wie sah die Wohnungspolitik aus oder aber dass es allen gut gegangen ist. Es sind unterschiedliche Geschichten, die auf diese Art und Weise erzählt werden. Das ist dann die Geschichte der tschechischen Gesellschaft. Und in beiden Fällen sind das schon die Mythen, die an die neuen Generationen übergeben worden sind. Und diese neuen damals, diejenigen, die heute 60 sind, waren damals 10 Jahre alt. Sie können diese persönliche Erfahrung nicht haben. Das fand ich unheimlich interessant. Und womit möchte ich gerne schließen? Was ich auch sehr interessant finde, ist eine gewisse Spannung. Und das geht durch diese Diskussion und durch beide Studien. Das ist eine gewisse Spannung zwischen dem Bedarf, die Konflikte auf Basis der politischen Interessen legitim zu machen. Herr Spittler hat das ganz besonders zum Ausdruck gebracht. Und dann die Sehnsucht nach Konsensus. Das heißt, einmal denkt man sich, und die Studie hat das richtig gezeigt, dass diese Konflikte aus politischen Gründen unterdrückt werden. Es wird das hervorgehoben, was anständig ist, was die gebildeten Menschen davon halten. Jedoch gleichzeitig ist es dann diese Frustration und die Anerkennung, dass es hier diese Spaltung gibt. Und das ist diese Spannung in der ganzen Diskussion. Damit schließe ich und ich gebe das Wort weiter. Vielen Dank. Dankeschön, Jakub. Und nun mal überlegen, und es betrifft jetzt alle Diskussionsteilnehmer, die sich daran bis jetzt noch nicht beteiligt haben, und zwar zu der Fragmentierung, Polarisierung der Gesellschaft. Wie ist der Stand der Dinge? Wie ist es mit diesen Phänomenen und Prozessen bestellt? Was sind die Trends? Und bevor wir dazu übergehen werden, werde ich eine Art Kickoff machen. Das ist die erste Frage, eher ein bisschen Provokation. Katarzyna hat mich dazu inspiriert. Und an Sie, Ondřej, gerichtet und vielleicht auch an die anderen, das weiß ich nicht, aber zuerst werde ich Sie, Ondřej, ansprechen. Was ist hier vorher angeklungen? Nach der tschechischen Studie nämlich, zu Unterschied zu der deutschen oder zu den deutschen, stimmen die Tschechen in vielen Punkten überein.
Aber in welchen Punkten stimmen Sie überein? Das sind lauter negative Dinge. Einmal, wer sich verdient gemacht hat, wer die Sozialleistungen bekommen soll, wer nicht, dann die Migranten. Das ist ein Nein, sehr intensiv. Vielleicht nicht immer in der gleichen Farbe, aber es ist immer ein Nein. Und da stimmen wir überein, dass wir gegenüber Roma eine negative Einstellung haben. Nein, wir haben keine Zukunftsvorstellungen und die Politik ist verkehrt. Man muss sich davon distanzieren und so viel Negatives. Und ich habe die ganze Studie gelesen und es ist mir eingefallen, es mangelt es an der Übereinstimmung, aber es findet Gleichgewicht auf der deutschen Seite, weil es dort sehr viel Positives gibt. Ich konnte das nicht ganz klar ausformulieren, aber ich denke mir, im Ergebnis, Deutschland ist polarisiert und wir sind nur fragmentiert. Resultiert das wirklich ganz so eindeutig aus den Studien? Kann man das davon so ableiten? Andrzej? Vielen Dank. Es hat uns auch überrascht, und das habe ich schon anfangs gesagt, wir waren bemüht, potenzielle Themen zu finden, wo die Gesellschaft übereinstimmen könnte. Und wir stellten fest, dass wir nicht darauf bauen können, wo es die Übereinstimmung gibt. Und das hat uns auch gewissermaßen überrascht. Und dann eine Schlussfolgerung der Studie besteht darin, offen auch über die negativen Einstellungen zu sprechen, sie aufzudecken und dass man auch diese negative Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung eingehen muss. Ich glaube, Jana hat es auch schon angesprochen, sobald die Gesellschaften in der Krise sind, dann wird ein Pflaster draufgeklebt, aber das Problem bleibt unter der Oberfläche versteckt und wichtig ist, die Fähigkeit zu haben, das alles aufzudecken und auch über die schwierigen Themen zu sprechen, auch zu den Zeiten, wenn es in der Gesellschaft keine Krise gibt und trotzdem sind die Themen vorhanden. Und noch dazu ein Grund, warum wie sich jemand verdient hat, warum ist das so ausgeprägt bei den Positiven, bei den in der Mitte. Und dazu fällt mir Folgendes ein. In Tschechien gibt es immer noch ein großes Thema und eine große Übereinstimmung, und zwar, dass das Wichtigste für unsere Gesellschaft die Prosperität und die Sicherheit ist. Das ist dann diese Ausrichtung, ökonomische Prosperität, und das soll der Schlüssel zum glücklichen Leben sein. Und das zieht sich quer durch die ganze Gesellschaft. Und dann stellt sich heraus, wenn die Gesellschaft keine breitere, buntere Wertebasis besitzt, dann führt es dazu, dass quer durch die Gesellschaft man nur auf das eigene achtet, dass wir selbst Ressourcen genug haben, dass wir reicher werden, wir die erfolgreichere Gruppe oder aber wir die Tschechen. Und es kommen die Leute von außen, aus dem Ausland, die das Ganze gefährden könnten. Das ist mir eingefallen, vielleicht ein möglicher Vergleich mit Deutschland, wo einfach die ganze Bandbreite der Prioritäten, die es bei uns in der Gesellschaft gibt, was macht uns vielleicht erfolgreicher und glücklicher, ist vielleicht ein wenig limitiert. Und zum letzten Punkt, nachdem Sie gefragt haben, diese Fragmentierung ist in meinen Augen, obwohl es ist schwierig zu sagen, das zu beurteilen, was ist besser, was ist schlimmer, ob die Fragmentierung oder Polarisierung, aber ich glaube, diese Fragmentierung führt dazu, dass die Gesellschaft stagniert an der
Stelle stehen geblieben ist, kann sich nicht einigen. Und das hat mit dem Abstand zur Politik zu tun, weil die Politik ist der Weg, wie unterschiedliche Interessen ausgehandelt werden können, wie Entscheidungen getroffen werden können. Und wir als Gesellschaft stimmen überein, dass das Hauptinstrument, wie in der demokratischen Gesellschaft entschieden wird, bei uns einfach nicht funktioniert. Und die meiste Gesellschaft glaubt gar nicht daran, dass es die Art ist, wie die unterschiedlichen Interessen behandelt werden können oder aber Ziele und Weltanschauungen. Vielen Dank. Ja, ich hatte das Gefühl, und jetzt spreche ich zu Jana, die national orientierten in der deutschen Studie meiner Meinung nach teilen zum Teil die Werte, einige von negativen Werten mit der ganzen tschechischen Gesellschaft. Ja, das ist ja kein positives Ergebnis, meine ich. Oder irre ich mich, Jana? Das ist eigentlich meine Frage jetzt an Sie. Ich glaube, da kann schon was dran sein. Spannend wäre, eine Nachfolgestudie zu beauftragen und zu schauen. Also wir wissen natürlich, dass die Nationalorientierten häufiger in Ostdeutschland als in Westdeutschland zu finden sind. Wir haben einen Haufen Vermutungen, warum das so ist, aber zu gucken, ob sozusagen hier die Transformationsleistung, die Nichtanerkennung der Transformationsleistung und alles, was hinten dran hängt, das Aufgeben der eigenen Lebenswelt, die biografischen Brüche und so weiter, das sind ja ähnliche Erfahrungen, die andere Länder vor der Transformation, vom Zusammenbruch auch erlebt haben. Ob sozusagen hier Gemeinsamkeiten zu finden sind, auch wenn sie negative Gemeinsamkeiten sind. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass dem so ist. Also meine Erklärung wäre das, wobei wir ähnliche Einstellungsmuster auch bei den Nationalorientierten in Westdeutschland gefunden haben. Von daher wird meine Erklärung zu kurz greifen, aber ich kann es im Moment mit der derzeitigen Studienlage nicht besser beschreiben. Tak, ještě chviličku čekám, než doběhne tlumočení a jsem rád, že se hlásí. Ja, und es freut mich, dass Wladimír Špidl auch etwas sagen möchte. Nicht nur, weil Sie Ihre Hand hochheben, aber dass Sie auf etwas eingehen wollen. Also, Wladimír, das Wort geht an Sie. Zwei Anmerkungen meinerseits. Ich bin der Meinung, im allgemeinen Diskurs in Tschechien ist der Gedanke verloren, dass eigentlich die Armut eigentlich bedeutet, dass man verloren hat. Und derjenige, der eigentlich verfehlt hat, verloren hat, mit dem werde ich nichts teilen und ich muss ihn auch verachten. So ist es gesehen. Und eine andere Sache, die mir eigentlich ersichtlich scheint, ist, dass wir ein Problem haben, dass wir also sehen, dass die politischen Parteien, die uns eigentlich vertreten sollen, die eigentlich den politischen Willen zum Ausdruck bringen sollen, solche gibt es bei uns nicht. Und deshalb haben die Wahlen bei uns sehr wenig Bedeutung. Im Gegensatz zu anderen Gesellschaften. Wenn eine Gruppe bei den politischen Wahlen gewinnt, dann hat die Gruppe eigentlich nicht die
Fähigkeit, es zum Ausdruck zu bringen. Ich bedanke mich für diese Anmerkungen, Wladimir, aber wir haben noch externe Beteiligte hier und die haben uns auch Fragen geschickt und die wollen wir auch beantworten. Aber was Wladimir gesagt hat, knüpft an, was Jana schon gesagt hat, und zwar, dass es in Tschechien eigentlich dem ähnlich ist, wie sich die national Orientierten identifizieren. Also Jakub möchte sprechen, danach kommt Katarzyna. Ich bitte Sie um kurze Reaktionen, damit wir auch auf die Fragen kommen können. Also ich werde darauf eingehen, was Andrzej sagte und dann Herr Spiller. Also das ist diese verdienstbasierte Leistung bzw. Prosperität als verdienstbasierte Leistung. Wir sollen es so sehen, wir sollen es vor dem Hintergrund der Teilung der Arbeit in Europa sehen. Ich möchte nicht sagen, dass wir Tschechen eigentlich keine Zeit dafür haben, sich damit auseinanderzusetzen. Als ich die Studien gelesen habe, da habe ich gesehen, dass es eine Rolle spielt, die ein Teil der Deutschen ist es so, die bewegliche Mitte insbesondere zeigt es, dass es eigentlich in Deutschland gut geht, dass sehr gut vonstatten geht. Aber bei uns ist es eigentlich nicht der Fall. Bei uns gibt es so eine Geschichte, ein Narrativ nicht. Da mit der Armut sehen wir es. Das ist eine sehr prägnante Anmerkung. Es sollte eigentlich in der nationweiten Diskussion kommuniziert werden. Ich möchte drei Sachen ansprechen. Erstens, Tomasz hat Polarisierung versus Fragmentierung eigentlich angeschnitten und was besser ist, was schlechter für die Gesellschaft. Und noch ein Aspekt. Wir haben ja gesagt, dass die tschechische Gesellschaft eher fragmentiert ist als polarisiert. Aber ich möchte sagen, dass die Spaltungslinie zwischen den kritischen und positiven sehr wichtig ist. Und obwohl die nicht so ganz eine polarisierende Linie ist, spielt sie eine Rolle in der Gesellschaft. Wir sehen es sehr gut, wenn wir über die Präsidentschaftswahl sprechen. Wenn man sich für ein bestimmtes Narrativ entscheiden soll, dann spaltet man sich schon, wenn ich über die Präsidentschaftswahl spreche. Aber auch die Parlamentswahlen, bei denen hat man auch solche Spaltung gesehen. Da gab es die Befürworter der demokratischen Rechten, sogenannter Rechten. Die demokratische Rechte hat nicht mal gewonnen, wenn wir die Stimmen eigentlich zusammenzählen. Die Sozialdemokraten, die eigentlich nicht gewählt wurden, die sind nicht gewählt worden, die sind nicht gewonnen. Und so verläuft diese Spaltungslinie. Und jetzt hatten wir den Jahrestag des 17. November. Und die zweite Sache, Jakub hat über den Mythos gesprochen, wo ein Teil der Gesellschaft eigentlich über die Vorwendezeit spricht, dass sie es eigentlich verzerrt ansieht. Ich würde
nicht sagen, dass es eine Glorifizierung der Vorwendezeit ist, aber zurzeit gibt es keine legitimen Mittel, die eigentlich dazu benutzt werden könnten, dass man die jetzige Regierung kritisieren könnte. Deshalb machen diese Menschen eben die Gegenüberstellung der Vorwende- und Nachwendezeit. Und das zeigt, was Sie angedeutet haben, vor der Wende, davon sprechen auch diejenigen, die es überhaupt nicht erlebt haben, die es nicht erleben konnten, die benutzen es nur als ein Symbol, wodurch sie eigentlich die jetzige Situation jetzt kritisieren. Und jetzt, wie es in den ehemaligen ostdeutschen Ländern aussieht, ich verfolge es ja und ich bin davon überzeugt, dass die politische Lage in den postkommunistischen Ländern eigentlich, dass die Lage eigentlich ähnlich ist der ostdeutschen Lage. Es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt Unterschiede auch zwischen Deutschland und oder ostdeutschen Ländern, ehemaligen ostdeutschen Ländern und Tschechien. Und ich weiß, was da passiert. Und wenn wir über diesen Vergleich sprechen, dann würde mich ja freuen, wenn man schon einen Schlüssel zur Lösung in Deutschland gefunden hat, dass dieser Schlüssel eigentlich auch bei uns oder in Polen oder in Ungarn auch benutzt werden könnte, wo eigentlich diese unproduktive Sanktionierung ans Licht kommt. Ich bedanke mich und ich möchte vermeiden, dass unsere Teilnehmer enttäuscht sind, ähnlich wie wir von der politischen Repräsentation enttäuscht zum Teil sind. Und deshalb möchte ich eigentlich auf Ihre Fragen auch angehen. Und zwar frage ich Jana und Andrzej, ob sie eigentlich sehr, sehr schnell bzw. kurz diese Frage beantworten können. Was machen die Migranten? Haben Sie sie auch in Ihrer Studie behandelt? Waren sie innerhalb der Studie erforscht? Wir haben das in anderen Studien erforscht. Wir haben uns in der Studie explizit dagegen ausgesprochen. Wir haben Sorge gehabt, wenn wir die Nationalorientierten, die nun eben nicht migrantisch sind, sondern urdeutsch und sehr migrationsfeindlich, dass wir die mit Migranten in einen Raum packen und am Ende eine unangenehme Situation für alle schaffen. Von daher haben wir die aus der Studie rausgenommen und die Studie war schon komplex genug, ohne noch eine zusätzliche Komplexitätsstufe einzuziehen. Also vielen Dank, Andrej. Ano, za mě velmi stručně. Vielen Dank, Andrej, für mich ganz kurz gesprochen. Nein, Sie waren nicht dabei. Hervorragend. Dann kam die nächste Frage. Ich bin es mir nicht ganz sicher. Und zwar Ihrer Meinung nach in der tschechischen Debatte. Warum ist es nicht gelungen, kollektive Meinungen bzw. Vertretung zu formulieren, die kollektive Meinung zum Ausdruck bringen könnte. Und in Deutschland sind diese Vertreter die politischen Parteien oder wer sonst? Das heißt, warum ist das nicht bei uns gelungen? Bei uns ist es nicht gelungen, in Deutschland schon, wenn ich das richtig verstehe. Und Sie haben die Möglichkeit, das Ganze zu ganz kurz zu beantworten, Herr Spidler und Jakub, aber wirklich bitte ganz kurz. Ich habe das de facto schon gesagt.
weil die Parteien Strukturen, die auf freien Assoziationen stützen, sind bei uns nicht imstande, die eigene Rolle zu meistern. Es entstehen keine politischen Eliten, sie sind nicht imstande, komplexe, konsistente Meinungen zu vertreten und unterliegen dem politischen Druck. Und es sind viel zu wenig verfügbare Politiker da. Und wenn es welche gibt, dann werden sie sehr schnell in Anführungsstrichen verbraucht. Das heißt, das ist diese Unfähigkeit der politischen Parteien, als Träger der politischen Meinung oder der politischen Konzepte aufzutreten. Dem stimme ich zu. Ja, ich stimme zu. Ich möchte noch hinzufügen, ich würde es nicht so romantisch sehen, dass in Deutschland alles so tadellos funktioniert, auch mit den politischen Parteien. Und ich habe auch andere Forschungen, auch von Frau Jana Faus, zu diesem Thema gesehen. Und die Entfremdung und so weiter ist eigentlich auch sehr groß. Aber bei uns vielleicht noch größer. Vielleicht noch zwei Anmerkungen meinerseits dazu. Diese Individualisierung in Tschechien, in der postkommunistischen Welt, tickt ein wenig anders und es funktioniert vielleicht noch mehr rücksichtslos, das heißt Entgang bzw. Flucht vor dem Öffentlichen und diese Verdrängung aus der Politik durch Moralisieren, das heißt diejenigen, die etwas anderes, die der Hegemonie widersprechen, diese laufen bzw. das Ganze geht aufeinander vorbei und das schafft keine Bedingungen und dass die politischen Parteien versagen, das ist ja offensichtlich, aber das ist nur eine Seite von diesem Problem, obwohl diese Seite vielleicht dominant ist. Vielen Dank, Jakub. Das war eine interessante Anmerkung, auch das, was Sie sagten, dass bei uns in Tschechien es im großen Maße Individualismus gibt. Und wir stimmten auch überein, dass Maße der Differenzierung der Gesellschaft in Deutschland größer ist. Ich glaube, es ist kein Widerspruch. Man ist sich jedoch nicht immer darüber im Klaren, dass beide Prozesse gleichzeitig sich beeinflussen. Noch eine Frage, diesmal an Frau Jana Faus. Eine Frage, dass wir wirklich sehr international sind, auf Slowakisch gestellt wird. Und zwar, gibt es in der deutschen Gesellschaft andere Diskussionsstrukturen? Jetzt weiß ich nicht, Frau Jana, ist das wirklich eine Frage für Sie? Aber wir haben einen Teilnehmer, Teilnehmerin, die nach den entsprechenden Strukturen fragt. Das heißt, welche Strukturen greifen? Wahrscheinlich hat sie Tschechien gemeint. Nichtsdestotrotz, Jana, bitte. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage sinnvoll beantworten kann. Dobrá. Čili Jakube, nebo Kateřino, Kateřino, dobře. Já se teda odvážím. Jakub, beziehungsweise Kateřina. Kateřina. Ja, ich werde es versuchen, die Frage zu beantworten, auch im deutsch-tschechischen Vergleich. Ich glaube, der Unterschied zwischen Tschechien und Deutschland sind einmal die politischen Parteien. Und von Jakub und Jana Faus hat dabei auch genickt und hat das positiv betrachtet. Und man hat das auch relativisiert, auch die deutschen Parteien sind nicht so fit und vertreten auch nicht die Interessen der Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz, der Stand der Dinge ist deutlich besser, auch wenn man sich die Mitgliederbasis anschaut zum Beispiel. Und das betrifft zum Beispiel auch die Gewerkschaft, weil die Gewerkschaft ist auch eine wichtige Plattform, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen kann. Als Gesprächsforum, als Gesprächsplattform, wo gewisse Interessen vermittelt werden können. Und ich glaube, einen großen Unterschied gibt es auch im Medienbereich. Die freien Medien von hoher Qualität
Und das klingt ja banal, sind aber unheimlich wichtig, wenn die Debatte qualitativ geführt werden kann oder soll. Und Deutschland hat das Glück, dass sie wirklich im breiten Maße unabhängige, freie Medien haben. Etwas, was bei uns nicht mehr vorstellbar ist, zum Beispiel der Spiegel. Und zwar zu 51% in Händen der eigenen Mitarbeiter. Das heißt, es gibt es ja keine Zweifel, was die Unabhängigkeit angeht. Und 180 Seiten von perfekten Artikeln, Reportagen und so weiter, davon können wir nicht einmal träumen, dass es bei uns so etwas geben könnte, weil die Medien bei uns gehören einem Oligarchen und die anderen, die restlichen Unabhängigen, überleben nur so. Und auch die Finanzierung ist gefährdet. Und um nicht zu vergessen, dann haben wir die öffentlich-rechtlichen Medien, die jetzt aber auch immer mehr unter Druck geraten. Und das sind, glaube ich, die Unterschiede, die ganz grundsätzlich wichtig für die Gestalt der öffentlichen Debatte wichtig sind. So, die Zeit ist gnadelos. Ich frage das letzte Mal wahrscheinlich Katharina, weil sie eine der Veranstalterinnen des heutigen Abends ist. Und vielleicht eine Grundsatzfrage haben wir noch gar nicht angesprochen. Und zwar, welche Aussichten gibt es, welche Tendenzen, wie ist der mögliche Ausweg, lässt sich damit etwas machen, eventuell was? Ich frage Katharina, Sie direkt, halten Sie es für vernünftig, noch 5 Minuten noch dazu zu geben oder sollen wir nach dem deutschen Vorbild einfach pünktlich bleiben und sollen wir rechtzeitig schließen? Ich glaube, ohne politische Empfehlungen sollten wir diese Debatte hier nicht unterbrechen, weil das war letztendlich eins der Hauptziele dieser Studie, wenn ich schon das Wort habe und wenn ich hier diese Organisation vertrete, die für die Erarbeitung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen zuständig waren, dann würde ich es mir erlauben, einige davon hier zu präsentieren. Es ist jetzt schwierig, innerhalb von 2-3 Minuten das Ganze zusammenzufassen. Was halten wir für wichtig, den ersten Schritt zu machen? Und zwar das abzudecken, wie sieht die Gesellschaft aus, welche Trennlinien haben wir festgestellt. Und ich glaube, diese ziemlich große mediale Resonanz unserer Studie hat dazu auch einen Beitrag geleistet, dass wir für mehr Bewusstsein sorgen können und man kann dann konkret anschließen. Und was halten wir für wesentlich? Und das wird auch in der Studie erwähnt, dass das Gehör auch die Lebenserfahrungen der kritisch Eingestellten bekommen. Weil jetzt in der Gesellschaft, in der Debatte tendiert man dazu, alles zu verallgemeinern, zu globalisieren und dann kann es zu sehr problembehafteten Schlussfolgerungen führen und dann wird das Ganze an sich abgelehnt und man forscht nicht nach Motivation, nach Anregungen. Das halten wir schon für wichtig. Und das des Weiteren, was wir für wichtig halten, und das ist auch eine gute Anschlussfrage, wie soll es am besten gemacht werden? Und zwar, wie soll gegen das Phänomen mit den Verdiensten, wer sich wie viel für was verdient gemacht hat, zu beseitigen? Weil das ist wichtig, wenn wir die Zukunft meistern sollen und wenn wir auch die jetzige große Krise meistern können. Die Gesellschaft, die auf eine solche Art und Weise auf diesen Grundsatz stützt, kann nicht widerstandsfähig sein, kann nicht auf große Herausforderungen vorbereitet sein. Und vielleicht, ich wollte nicht lange sprechen, vielleicht eine Art Rehabilitation der Politik. Und dafür haben wir keine Patentlösung, wie wir es erzielen sollen. Aber es ist offenbar, wenn wir die Rolle der Politik nicht eigentlich
ändern können, so dass sich unsere Politiker irgendwie gut dann auseinandersetzen können. Nicht, dass es so zwecklos aussieht, dass sie da irgendwelche eigenen Konflikte austragen, wenn es nicht der Fall ist, wenn wir es nicht erneuern oder ändern werden, dann werden wir nie vorankommen. Das ist, was ich eigentlich sagen wollte. Danke, Katarzyna. Vielleicht, wenn dazu noch jemand etwas sagen will, bitte. Sie haben die Möglichkeit. Wir haben etwas aus der tschechischen Seite zum Schluss gehört. Vielleicht sollten wir auch etwas aus der deutschen Seite hören. Jana, wie scheinen Ihnen die Zukunftsperspektiven? Was kann man machen? Das ist eine Million-Dollar-Frage, aber ich weiß, aber vielleicht sagen Sie dazu etwas. Wir haben in unserer Studie am Ende die Schlussfolgerung gezogen, dass wir sowas wie einen Deliberation Day vorschlagen, also irgendeine Form, und es muss nicht dieser Tag sein, aber eine Form, in der wir sozusagen als Gesellschaft dazu gezwungen werden, miteinander in moderierten Dialog zu kommen. Und wenn ich mir anschaue, wie die Gesellschaft sich derzeit darstellt, also ich warne davor, Deutschland allzu sehr zu romantisieren, denn bei uns bricht gerade auch ganz schön viel weg, habe ich den Eindruck, das ist dringlicher als je zuvor. Und ich kann schier nicht nachvollziehen, warum es nicht getan wird. Ich rate dringend dazu, dass wir alle als Gesellschaften vielleicht erst national und irgendwann europäisch gemeinsam überlegen, wo soll die Reise eigentlich hingehen, bevor wir uns auseinander dividieren lassen. Moc děkuju za jasné slovo. Hlásí se Jakub Eberle. Einen schönen Dank für so ein klares Wort. Jakub Eberle, ganz schnell diese Aufforderung für die politischen Mächte besteht darin, die Herausforderung, dass man eigentlich Symbolik haben soll. Wir haben bestimmte Worte, aber wir verstehen die Inhalte nicht gleich. Und wir wissen, dass wir auch über die verdienstbasierte Leistungen gesprochen haben, aber wir können nicht alle gleiche öffentliche Dienstleistungen bekommen. Ja, wir können uns auch wir können auch zurückschauen, wo die erste tschechoslowakische Republik gegründet wurde. Und da können wir es eigentlich auch so vergleichen. Wenn wir etwas hier zusammen machen wollen, dann müssen wir gemeinsam das tun. Ob wir es Liberation Day nennen, das weiß ich noch nicht. Dankeschön. Wir müssen schon auf die Zeit schauen. Und deshalb möchte ich eigentlich einen schönen Schluss machen, und zwar in der internationalen Tradition. Das wird der Friedrich-Ebert-Stiftung Vertretung eigentlich schon nahestehen. Wir haben eine Frage aus der Slowakei bekommen, und diese Tradition geht dahin. Dieses Format war ursprünglich zweinational, und nun bekommen wir eine Frage aus der Slowakei. Und da geht es darum, ob jemand von Ihnen, wahrscheinlich aus der Friedrich-Ebert-Stiftung, Orban oder Katarzyna, ob jemand weiß, ob eine ähnliche Studie auch in anderen Ländern jetzt vorbereitet wird und ob eine solche Studie auch für die Slowakei eigentlich in Erwägung käme.
vielleicht wissen sie nicht, vielleicht ist es irgendwie so unbedacht gekommen, diese Frage, aber vielleicht wissen sie etwas und können dazu was sagen. Orbán, wissen Sie, ob so etwas Ähnliches, eine solche Forschung für die Slowakei in Frage käme, ob etwas schon in Vorbereitung ist? Und dann frage ich noch Katarzyna. In Vorbereitung ist es tatsächlich noch nicht, aber wir haben auch in dem Kontext, ich bin sogar gerade passenderweise in Bratislava, bin gerade in meiner Zuständigkeit ja auch für das Büro in der Slowakei hier vor Ort. Und wir haben hier in unserem Büro durchaus auch schon über eine solche Studie gesprochen. Ein Blick auf das nächste Jahr, das auch noch mal ein bisschen intensivieren und überlegen, ob das vielleicht auch etwas sein könnte tatsächlich entsprechend. Aber konkret in Planung ist es im Augenblick noch nicht. Aber es kann durchaus dazu kommen, in der Tat. Dobře, myslím, že vlastně ta odpověď je jasná. Velmi bych se divil, kdyby k tomu Kateřina ještě mohla něco jasnit. Schön, ich würde sagen, diese Frage ist ja sehr klar. Es würde mich schon überraschen, wenn Kateřina noch etwas Prägnanteres dazu sagen könnte, aber vielleicht sagen Sie einen Satz zum Schluss. Etwas hinsichtlich der Zusammenarbeit, wie Sie es wahrgenommen haben und was der Zweck oder Sinn der Zusammenarbeit war. Zum Thema der slowakischen Studie, dazu kann ich etwas sagen. Wenn Sie sich in der Slowakei entscheiden sollten, dann können wir Sie ganz viel unterstützen. Ja, natürlich, wir werden dann eine Gegenüberstellung machen können zwischen der Slowakei und Tschechien. Wir werden Gemeinsamkeiten ja finden können, aber auch Unterschiede, insbesondere in im Detail. Mal zu mir. Also, es freut mich sehr, dass wir zusammengekommen sind. Es ist ja natürlich klar, dass wir innerhalb der Zeit von anderthalb Stunden nicht alles besprechen können. Aber ich würde sagen, es war ja sehr aufschlussreich. Und es wird mich schon freuen, wenn wir mit Jana Faust konkret auch in der Zukunft zusammenarbeiten können. Wir werden mit der Demokratischen Akademie und mit STEM auch weiterarbeiten. Wir werden diese Fragen noch ausbauen und da werden wir die deutsche Seite natürlich ja brauchen. Jana Faust sagte schon, dass wir ja in dieser in diesem Moment leben, wo sich alles ändert. Das heißt, wir sprechen über Spaltungslinien, über Polarisierung und das heißt, dass wir eigentlich noch mehr Bedeutung diesen Phänomenen beimessen werden. Ich bedanke mich für diese Schlussworte, die zum Teil das Thema eigentlich erörtert oder abgeschlossen hat. Die Tendenzen sind nicht so optimistisch, aber mit dieser pessimistischen Note werde ich unsere Schalte abschließen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmenden, dass sie unserer Einladung gefolgt sind und dass sie eigentlich diesen internationalen Austausch auch so unterstützt haben. Wir werden noch mehr Austausch haben wollen. Wir haben schon etwas begonnen.
begonnen und dann werden wir es ausbauen können. Also, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Wladimir Spidler, bei Urban Überschia, bei Jana Faust, bei Katerina Smejkalova, Ondřej Kopnečný und ich entschuldige mich bei ihm, dass er nicht so viel gesprochen hat und somit darf ich